Die herkömmlichen normalen Smartphones, ja, die werden immer komplizierter. Das weiß man schon gar nicht mehr, wie man das bedienen soll. Aber trotzdem möchte man ja im Notfall jemanden erreichen. Man möchte ja irgendwie diese Sicherheit haben. Und deshalb haben wir heute hier in dieser Sendung drei Telefone zur Auswahl, mit denen Sie immer erreichbar sind und dann natürlich auch jemanden erreichen können. Also hier jetzt aufgepasst für Sie vielleicht selber, aber auch für Ihre Angehörigen. Genau das richtige Telefon. Also hier würde ich wirklich sagen, für die Angehörigen. Aber sprechen wir noch mal über Smartphones, die sind, oder Handys überhaupt, die sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Und ich kenne keine Statistik, aber ich bin mir ganz sicher, dass Anrufer aus dem Smartphone schon mehrfach Leben gerettet haben, weil du in Situationen bist, wo gefährlich sind oder die gar lebensbedrohlich sind und du jetzt eben überall auf der Welt praktisch Hilfe holen kannst. Und jetzt haben wir hier, ich sage jetzt mal Senioren-Handys, weil wir haben eine Personengruppe, also das ist jetzt ab meinen Eltern aufwärts, die jetzt so um die 80 und älter sind. Ja, auch wenn sie topfit sind, die scheuen sich meistens natürlich vor der Technik von Smartphones, weil sie kennen es, telefonieren und alles andere ist zu viel Technik. Und ich kenne das auch selber aus der Familie, da wird sich gewehrt gegen neueste Technik. Hier haben wir jetzt drei Modelle, so wie du gesagt hast, eben für diese Generation. Und Sie können Ihre Eltern oder Großeltern damit ausrüsten. Und beginnen tun wir mit einem Handy. Erstens mal, was wir sehen, diese Handys haben jetzt nicht diese fürchterlichen Kabel, wo du irgendwo reinflümeln musst. Das hier ist gleichzeitig die Ladestation. Mhm. Und dieses Handy ist für mich perfekt für jemanden, den man hat, der schon an Demenz leidet, angefangen oder auch schon fortgeschritten. Weil hier sind wir wirklich aufs Wesentliche reduziert, nämlich auf im Notfall Hilfe holen können. Und wenn wir uns das mal anschauen, sehen wir erstens mal ein schön großes Display. Also hier sehen wir natürlich alles, auch wenn wir schlecht sehen, richtig. Aber wir haben sogar auf die Wahlscheibe, also auf die Tastenfelder verzichtet. Mhm. Du hast hier 4 Kurzwahltasten. Natürlich gibt es auch ein Telefonbuch, wo du 100 Einträge machen kannst. Aber 4 Kurzwahltasten, die Sie als Angehöriger jetzt mit Bildern hinterlegen. Das heißt, der Senior braucht nur, und das sind ja im Normalfall die nächsten Angehörigen oder vielleicht der Arzt, wo noch irgendwo drauf ist, auf das Bild zu klicken. Und schon wird der Anruf hergestellt. Das heißt, man telefoniert mit dem, kann natürlich auch angerufen werden. Aber was passiert, wenn jetzt der betreffende Senior mal in einer Notsituation ist? Und gerade wenn man dement ist, ist das oftmals ein Problem. Man kann ja, ich kenne das selber von einem Fall aus meinem privaten Umfeld. Du kannst sie ja nicht einsperren, weil sie merken das ja selber nicht. Sie wissen selber, oh, ich vergesse immer so viel, aber ich weiß nicht, dann haben sie wieder diese hellen Momente und im nächsten Moment haben sie wieder alles vergessen. Oder gerade das Beispiel, wo ich meine, er will einkaufen gehen, also eine männliche Person in dem Fall, will einkaufen gehen, steht dann mitten in der Stadt und weiß nicht mehr, warum er eigentlich überhaupt aus dem Haus gegangen ist und geschweige denn, wie er wieder heimfindet. Ne? Mhm. Und diese Situation, wenn jemand einen Angehörigen hat mit Demenz, dann weiß er, das ist wirklich alarmierend und da macht man sich auch immer mehr Sorgen, weil das ja immer zunehmend ist. Mhm. Und mit diesem Handy kann ich zumindest die gröbsten Sorgen stecken lassen, weil wenn wirklich was passiert, kann er sich bemerkbar machen. Klar, Kurzwahltasten, aber das Wichtige ist auf der Rückseite. Und das sehen wir hier. Das ist ein SOS-Knopf, den ich jetzt aktiv nach oben schiebe. Das zeige ich dem Senior oder der Seniorin. Ja, sagt, wenn irgendwas ist, schieb den nach oben, weil dann macht das Telefon alles von alleine. Du als Angehöriger hinterlegst am Anfang beim Einrichten dieses Smartphones, welches übrigens vertragsfrei ist, also man kann eine SIM-Karte weltweit von jedem Anbieter und auch Prepaid-Karten einlegen, aber du richtest es so ein, dass erstens mal die Fotos drauf sind, dass die Nummern hinterlegt sind und dann die 5 wichtigsten Nummern noch als Telefonnummer hinterlegen, weil die werden beim SOS nacheinander in der Reihenfolge, wie sie es angelegt haben, angerufen. Und nur wenn jemand abnimmt, ja, wird auf die anderen verzichtet. Aber gleichzeitig geht an alle 5 Nummern eine SMS mit einem Link zu Google Maps mit den GPS-Daten. Das heißt, dieses Handy verschickt jetzt nicht nur den Notruf, Hilfe, mir geht schlecht, sondern wenn diese dementen Personen auch vergessen haben, wo sie sind, und das ist keine Seltenheit, ja, siehst du sofort, indem du dann auf deinem Smartphone auf den Link klickst, geht Google Maps auf und es zeigt dir im Prinzip auf 3 Meter genau, wo sich der Senior jetzt befindet und dann kann man entsprechend Maßnahmen ergreifen. Wenn man jetzt, natürlich geht das Handy auch gleich auf frei
freisprechen. Das heißt, du kannst jetzt, nachdem Notruf aktiviert ist, auch sofort mit ihm sprechen oder ihr. Kannst dann sagen, was ist denn los? Und wenn er dann nur sagt, auch ich habe mich verirrt oder was weiß ich, dann sagt man, gut, Opa, kein Problem, setz dich irgendwo hin, ich hol dich ab. Ja? Mhm. Mehr brauchst du gar nicht mehr zu machen. Und wenn es wirklich ein Notfall wäre und du sprichst jetzt mit dem und sagst, hallo, und du hörst vielleicht sogar nur noch ein schweres Atmen oder ähnliches, dann reagierst du sofort mit der Notrufnummer 112, sagen, da ist er, da ist mein Angehöriger, da ist irgendwas passiert, bitte fahren Sie schnellstmöglich hin. Und das gibt mir als Angehöriger die Sicherheit. Ja. Dann komme ich auch gar nicht mehr auf die Idee, jetzt einen, der ein bisschen älter ist und gebrechlicher, vielleicht schon Demenz hat, zu sagen, du darfst nur noch raus, wenn ich dich an der Hundeleine führe. Ich übertreibe jetzt wieder. Ja. Aber ich glaube, Angehörige von Demenzkranken wissen jetzt, was ich meine, weil dann haben sie dieses permanente, unglückliche Gefühle nicht mehr, weil sie wissen, erstens mal kann ich die Person jederzeit anrufen, natürlich auch empfangen, mhm, und wenn irgendwas ist, ja, dann kann er sich oder sie natürlich bemerkbar machen und ich weiß sofort, wo er oder sie ist, auch wenn er oder sie, also sie wissen, wenn ich jetzt, egal von er oder sie, ich meine immer beide Geschlechter, wenn sie nicht mehr wissen, wo sie sind, ja, mhm, orientierungslos, und dieses orientierungslos fängt übrigens schon in den ersten Stufen der Demenz an, phasenweise, ja, dann weiß ich trotzdem, von wo aus Sie jetzt mich angerufen haben durch diese GPS-Steuerung, und das ist einfach perfekt. Vor allem jetzt auch für Sie für 35,10 €. Das gibt ganz, ganz viel Sicherheit. Und wir haben hier für dieses Gerät Top-Kundenbewertungen. Es wurde auch durchgehend als sehr preiswert bewertet. Sie bekommen ja jetzt auch noch mal hier den TV-Sonderpreis. Normalerweise unverbindliche Preisempfehlung 100 € für das Gerät. Da sehen Sie es. 5-Sterne-Bewertung hier für unser tolles Senioren-Handy mit dieser Garantruf-Premium-Funktion und GPS-Ortung mit diesen tollen 4 Bildern, die Sie einfach da einbringen können. Und dann ist es ganz einfach, jemanden anzurufen, aber halt auch dieser Notfall-Taster auf der Rückseite, wo dann immer direkt die 5 Personen dann nacheinander angerufen werden, beziehungsweise dann auch GPS-Ortung erfolgt und Sie dann sehen, wo sich die Person befindet. Vielleicht natürlich auch eine schöne Sache für sehr, sehr junge Kinder, die Sie da ausstatten wollen. Also überlegen Sie, wie viele Sie davon brauchen. Sie dürfen auch gerne mehrfach bestellen. Und wir haben noch 2 weitere Modelle hier für Sie heute im Angebot, weil wir haben wirklich schöne TV-Sonderpreise gemacht. Viele wissen zum Beispiel gar nicht, dass es solche Modelle wirklich gibt, die einem so viel Sicherheit oder auch ihren Angehörigen dann so viel Sicherheit mit auf den Weg geben. Ja, und jetzt haben wir ein wirklich komfortables Klapphandy. Das war irgendwann mal das Nonplusultra, als sich Telefonieren oder Handy noch auf Telefonieren beschränkt hat. Hat sich geändert, und mit unseren Smartphones, ich weiß nicht, was du alles machst, man bucht Reisen, das ist das Ticket für den Zug, ja. Man hat die Bankunterlagen alle drauf, aber das ist für viele ältere Menschen zu viel. Und dann kommt natürlich dieses Klapphandy wieder genau richtig. Ebenfalls wieder ganz, ganz toll, Ladestation. Das kommt zu Hause, immer wenn man zu Hause ist, in die Ladestation. Und wenn man es braucht, nimmt man es einfach raus. Ja? Und wir sehen hier gleich vorne, du siehst zwei, einmal wird der Akkuladestand, beziehungsweise die Lade, wenn es geladen wird, angezeigt, und zum anderen auch optisch, wenn ein Anruf reinkommt. Und jetzt, wenn das kommt und es klingelt und es zeigt es an, dann mache ich es einfach auf und wir sehen, das Display ist gleich an. Sehr, sehr großzügig das Display und sehr großzügiges Nummernfeld. Ganz einfach zu bedienen, aber auch hier haben wir eine kleine Hilfe, sogar zwei. Einmal, wenn ich hier drauf drücke, sehen Sie, wir können 8 Bilder hinterlegen. Mhm. Das heißt, du kannst hier auch Schnellwahl tasten, da kannst du nochmal sagen, oh, was war jetzt eins, war der Sohn oder Tochter, guckst du nochmal schnell nach und machst die Kurzwahl. Zusätzlich sehen wir hier auf diesem Knopf auch so ein Ohr. Das heißt, wenn ich hier jetzt länger drauf bleibe, schau mal, was im Display passiert, ja, Lautstärke zugeschaltet. Das ist ein Verstärker, ein Hörverstärker um 25 Dezibel. Also für alle, die ein bisschen Hörprobleme haben, die können das jetzt nochmal verstärken. Jetzt ist er wieder deaktiviert. Also Telefon ist einfach. Wir schauen auch hier auf die Rückseite, weil hier haben wir auch einen sogenannten Garantanruf, SAS-Knopf, der ein bisschen vertieft ist. Und wenn jetzt irgendein Schwächeanfall käme oder so, hier draufdrücken, Telefon geht sofort auf Lautsprecher und auch hier werden 5 Nummern nacheinander angerufen, bis einer abnimmt. Als 5. Nummer würde ich immer den Notruf programmieren, ja? Dass wenn wirklich keiner von den Angehörigen zu erreichen ist, dass man sofort den Notruf anruft. Aber wir kommen hier auch noch viel weiter, und das ist jetzt also auch für fitte Senioren bestens geeignet, weil wenn wir hier jetzt mal ins Menü gehen, na kleinen Moment, hier ins Menü, dann sehen wir verschiedene Optionen. Hier natürlich das Telefonbuch, Mitteilungen, also auch SMS, dann der Anrufverlauf, das ist normal. Ja? Und hier Organisator, also ein Kalender haben wir noch. Hier können wir kurzfristig Sprachaufnahmen machen, um uns was zu merken. Aber das hier,
Das hier ist ganz, ganz toll. Spracherinnerung. Das hinterlege ich jetzt zum Beispiel auch. Angenommen, Tabletten. Ja, jeden Tag um 15 Uhr müssen die Herztabletten genommen werden. Da kommt jeden Tag, wenn ich das eingestellt habe, um 15 Uhr, vergiss bitte nicht, deine Herztabletten zu nehmen. Und das auch. Das ist eine unglaubliche Unterstützung. Zusätzlich noch, und wenn wir weitergehen, sehen wir hier auch natürlich eine Mediathek. Also wir können hier auch Filme oder Fotos einspeichern, weil hier ist auch noch eine Kamera drin. Und da sehen wir die Einstellungen. Also du siehst, es ist unglaublich einfach, großzügig hier zu arbeiten. Wir haben zusätzlich noch die Hörhilfe, wir haben zusätzlich noch die Bilder und vor allem herausragend die SOS-Taste. Und die Bedienung, glaube ich, unglaublich einfach, auch gut sichtbar durch die großen Ziffern. Und wenn ich hier Zahlen wähle, guck mal, siehst du? Aha, es sagt mir die Zahl an direkt. Ich halte es mal ein bisschen näher an mein Mikrofon, dann hören Sie das, egal. Also es werden mir zusätzlich noch die Zahlen angesagt, die sehr großzügig gemacht sind. Also es ist perfekt und hier ganz einfach zusammenklappen und dann nur einfach den Angehörigen impfen. Also ich sage jetzt extra impfen, also immer wieder sagen, pass auf, wenn du zu Hause bist, hier in die Ladestation hinein, so lädt es auf. Und die Ladestation würde ich jetzt auch empfehlen im Bereich des Ausgangs oder im Flur, dass man auch beim Weggehen das Handy immer, dass man dran vorbeiläuft und es schon automatisch in die Hemdtasche oder in die Hosentasche steckt. Ja. Hier ganz wichtig, und das ist bei all unseren drei Seniorentelefonen so, dass diese Flümlerei, sagt man im Badischen, dieses Stecker, Micro-SD reinstecken, ja, das entfällt komplett, weil ich habe da auch Probleme. Ohne Lesebrille sehe ich immer nicht wie rum. Ja. Und hier so einfach kann es gehen, einfach reinstellen und es lädt sich sofort. Das ist richtig praktisch und schauen Sie mal, wie schön und hochwertig das ist. Sehr, sehr toll gemacht, einfach ganz elegant. Ja, das hier übrigens ein zertifiziertes Seniorenprodukt für Sie oder Ihre Angehörigen. Wir zeigen es Ihnen nochmal hier vom Deutschen Seniorenbund-Portal. Zertifiziert das Ganze für Sie und jetzt für Sie natürlich auch zum TV-Sonderpreis von 47,45 €. Und ich kann dir eins sagen, sogar Prominente benutzen solche altmodisch, in Anführungsstrichen, Klapphandys. Ich weiß nicht, meine Lieblingsserie im Fernsehen, die kennen Sie sicher auch, Navy, CIS, und Gibbs ist ja der Chef, und Gibbs macht immer Smartphones, die wirft da spätestens am ersten Tag an die Wand und er hat heute noch so ein Klapphandy. Ja? Also da siehst du, das ist gar nicht so weit hergeholt, und viele sagen, komm, ich möchte nicht alles mit meinem Handy machen, ich möchte nur telefonieren und das, was wichtig ist, und das können wir hiermit sehr übersichtlich gemacht. Plus, und das ist eben herausragend, nochmal diese Notruf, diese Garantruffunktion, die ich wirklich jedem ans Herz legen würde, auch natürlich, um, damit Sie Ihre älteren Angehörigen mit einem Handy ausrüsten können. Bitte machen Sie das. Das ist einfach Sicherheit pur und man möchte die ja auch immer erreichen können. Dann, ne? Sie möchten ja auch immer dann für Ihre Liebsten erreichbar sein. Deshalb so ein Telefon, das ist jetzt die Möglichkeit, einfach zu bedienen mit allen Komforts. 47,45 €. Hier die Bestellnummer, die PX2397 und die 569. Und wir haben hier noch so ein schönes Modell, auch wieder selbstverständlich in dieser Box. Auf den ersten Blick schon mal das zweite Display. Das ist herausragend, weil wenn jetzt jemand anruft, muss ich es nicht mal aufklappen, um das zu sehen, sondern ich sehe hier vorne im zweiten Display, sehe ich das. Ich nehme es ja gerade mal ab, wenn ich darf. Ich mache es mal kurz auf, weil dann sehen wir zwar keinen Anruf, aber dann sehen wir hier jetzt die Uhrzeit. Die wird natürlich auch angezeigt, Sie sehen das. Und jetzt, wenn ein Anruf kommt, sehe ich, oder Nachrichtigung, sehe ich die schon im Display. Aber aufgeklappt sehen wir natürlich auch, genauso einfach zu bedienen. Ebenfalls kannst du Bilder hinterlegen, aber wir gehen im Menü noch einen Schritt weiter. Ja? Und zwar gehen wir jetzt mal ins Menü und wir sehen hier natürlich auch wieder Telefonbuch, Nachrichten, Anrufverlauf, ein Alarm. Also wir können uns hier auch an was erleben, an was erinnern lassen. Aber das hier finde ich besonders schön. Oh, eine Lupe. Das ist also richtig schön. Da haben wir eine Lupe. Und du siehst, jetzt nicht, um meine Hand zu vergrößern, aber allein wer mal vor einem Fahrplan gestanden hat, ja, bei einer Straßenbahn oder bei Ähnlichem, weiß, dass man die selbst mit Lesebrille teilweise nicht lesen kann. Und das kann ich hier ganz einfach auch machen. Also du siehst viele weitere Optionen. Großzügig
nicht. Auch hier sehen wir die Zahlen, die angesagt werden, sehr großzügig. Wir haben 3 Kurzwahltasten für die wichtigsten. Und was hier auch noch mal durchdacht ist, Träger von Hörgeräten haben oftmals das Problem, wenn sie mit ihrem Telefon ans Ohr gehen, dass sie eine Rückkopplung haben, also dieses Pfeifen. Das wird hier unterdrückt, also Hörgeräte werden ganz einfach unterstützt. Das kann hier nicht passieren. Und für mich wieder das Wichtigste, natürlich nicht die Kamera, die wir hier noch haben, zum Fotos machen, sondern die Rückseite. Und da sehen wir schon wieder, auch wieder dieser Garant-Premium-Anruf mit den 5 Nummern, die hier angerufen werden. Und zwar, sobald ich das drücke. Nochmal, alle Telefone müssen dann nicht mal aufgeklappt sein. Mhm. Du kannst das jederzeit machen. Es geht dann auch automatisch auf Freisprechen. Also selbst wenn ich jetzt, also angenommen, ich hätte das Telefon, ich habe einen Schwächeanfall, ich sitze auf der Parkbank, ich komme nicht mal mehr dazu, das Handy aufzuklappen, drücke ich hier drauf. Und zwar muss ich das immer aktiv machen, weil das ist im Verhältnis zum Rest des Telefons etwas vertieft. Ja. Das heißt, das kann nicht aus Versehen passieren. Ich bleibe da drauf, 2 Sekunden dran und dann geht diese Rettungskette los. Und die Rettungskette beginnt beim Alarmieren. Und wichtig ist hier, dass auch erkannt wird, ob jetzt ein Anrufbeantworter dran ist, weil dann würde sofort die nächste Nummer gewählt. Ja? Ja. Weil du als Angerufener musst auch bestätigen auf deinem Telefon durch einen Tastendruck, dass du live dran bist und dann wird freigeschaltet. Und das kann wirklich im Zweifelsfall ein Lebensretter sein. Ich habe es eingangs gesagt, Smartphones, viele verzweifeln oder verteufeln, die sagen, ach, die Dinger, ich kann es nicht mehr sehen, ich würde es am liebsten mal gegen die Wand schmeißen, gehöre ich auch dazu. Aber Smartphones haben mit Sicherheit, seit es die gibt, Tausende von Leben gerettet, weil du überall, egal wo du bist, Hilfe rufen kannst. Und wenn Menschen, gerade die Senioren, deshalb sind wir hier bei Seniorenhandys, sich weigern, ein Smartphone mitzunehmen, weil es ihnen zu kompliziert ist, kann ich das auch verstehen. Aber auch solche, auch sie, oder auch für Sie könnte das Lebensrettung bedeuten, wenn Sie mal in eine kritische Situation kommen. Denn hier ist das wirklich so einfach wie möglich, so übersichtlich wie möglich und so sicher wie möglich gestaltet bei allen 3 unserer Handys. Und Sie müssen jetzt entscheiden, gerade wer von Ihren Angehörigen unbedingt Hilfe benötigt, weil er sich wehrt und dann ihm das Kaufen am besten auch gleich einrichten. Ja? Und das ist ja heutzutage kein Hexenwerk. Man kauft eine Prepaid-Karte im günstigsten Fall oder eine Vertragskarte. Das ist Ihnen ja freigestellt, es ist absolut vertrags- und SIM-Lock-frei. Und auch nicht nur wir sagen das, sondern viele, viele Fachleute und auch die Presse hat natürlich darüber geschrieben. Das schauen wir uns mal an. Hier über dieses Klapphandy eine klare Empfehlung ausgesprochen. Das Klapphandy hat alles, was man braucht, um erreichbar zu bleiben und im Notfall Hilfe holen zu können. Das macht es sowohl zu einem guten Seniorenhandy. Also bitte greifen Sie dazu hier bei unserem Notruf-Klapphandy. Die Nachfrage ist extrem groß, weil solche Telefone natürlich, die gibt es oft sehr, sehr selten. Also da muss man wirklich stark nachsuchen. Oft gibt es ja nur diese Smartphones noch mit den wirklich, fast gar keine Tasten mehr, wo du nur wischen musst. Du musst dir das jetzt mal vorstellen, auch wirklich einen älteren Menschen, der wirklich noch die Wählscheiben bei uns im Flur, das kann ich mich auch noch daran erinnern, diese Telefone gewohnt ist. Der kriegt jetzt ein Smartphone in die Hand und ein Smartphone hat eine Glasscheibe, mehr nicht. Ja? Mhm. Wo soll ich jetzt wählen? Wie entsperre ich das? Wie mache ich das überhaupt auf? Ist klar, da ist da mal die Grenze. Man möchte sich auch gar nicht mehr auf diese Technik einlassen und dann sagt man, brauche ich nicht. Hab's nie gebraucht, bin jetzt 80 oder 90 Jahre alt, hab sowas nie gebraucht, dann brauche ich das jetzt den Rest auch nicht mehr. Haben Sie wahrscheinlich auch recht, ja, aber sowas ist unbedingt notwendig, auch dass wir Angehörigen ein gutes Gefühl haben. Und glaub mir, diese Technik, die ist so einfach zu vermitteln, weil es hat Tasten. Es passiert sofort, wenn ich es aufklappe, sehe ich, oh, da ist ein Telefon. Das sieht auch aus wie ein Telefon. Ja, und dementsprechend werden Sie ganz einfach das bedienen können. Und dann natürlich noch die Hilfe durch die Fotos. Wenn man jetzt sagt, okay, gut, ich habe die Nummer nicht im Kopf, ich will auch nicht im Telefonbuch suchen, sondern ich gehe nach den Fotos. Und natürlich für den Notfall diese Notruftaste, die SOS-Taste mit dem Garant-Anruf Premium. Das ist herausragend, das kann ich wirklich sagen. Und mich wundert es nicht, dass gerade Seniorenportale all unsere Seniorenhandys absolut befürworten, weil dort kennt man das Problem. Und Sie zu Hause, Sie kennen das mit Sicherheit auch. Es
gibt in jeder Familie ein, zwei, drei, vielleicht sogar vier Angehörige in der Altersklasse, die sich absolut weigern, ein Smartphone auch nur in die Hand zu nehmen. Die haben es vielleicht mal probiert und gesagt, oh nee, wirklich nicht. Und dann fliegt es weg. Vielleicht haben sie ihnen sogar eins geschenkt und das liegt jetzt irgendwo in der Schublade, habe ich nämlich auch schon live erlebt. Und dann ist das hier jetzt genau das richtige Geschenk. Nicht ein Smartphone für Hunderte oder Tausende von Euro, je moderner, desto besser. Nein, es muss reduziert sein aufs Wesentliche. Die Bestellnummer für dieses stark nachgefragte Modell hier, die PX2971569. Sie können jetzt noch anrufen bei den Kollegen im Callcenter unter der 0180 51 51 3x2. Alle Modelle, die wir Ihnen hier gezeigt haben, sind vertrags- und SIM-Lock-frei. Sie können jetzt noch mal hier Ihre Lieblingsmodelle bestellen, gerne natürlich auch mehrfach, wenn Sie da vielleicht mehrere Senioren ausstatten wollen. Und dann sind Sie immer auf der sicheren Seite.